Ist Alex Haug. Heute geht es um die Frage, wie ich aus eckigen Fotos runde Ecken rausschneiden kann. Und das Ganze mit Affinity Photo. Da gibt es so ein paar Kleinigkeiten zu beachten, die mich ehrlich gesagt selbst schon ein bisschen zur Weisheit gebracht haben. Ich dachte, es ist ganz einfach. Es ist im Prinzip auch einfach, aber ich zeige euch, dass es da auch so Komplikationen geben kann. Ich habe hier so einen kleinen schönen Gutschein gemacht und wollte einfach vielleicht hier noch auf der Seite ein zweites Foto einfügen, in Schwarz-Weiß. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Zack. Und es hat, wie gewohnt, spitze Ecken. Wenn man runde Ecken macht, ist es sehr simpel. Man nimmt einfach ein abgerundetes Objekt. Also wenn man das hier eckig hat, wenn man hier auf diese kleinen Pfeiltaste drückt und man kann auch einen Kreis nehmen, wie auch immer. Ich habe eben abgerundete Ecken genommen. Die kann man hier auch noch ein bisschen schön verkleinern. So, alles überhaupt kein Thema. Wenn man das hier drüber gelegt hat, kann man das ganz einfach hier rechts die Ebene verschieben. Also wie gewohnt, wenn das hier groß bleibt, wird die eben einfach drunter gesetzt. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja, dass das Ganze wie eine Maske wirkt. Deswegen kann man das hier, wenn der kleine blaue Balken nebendran ist, zack, einfach da hinschieben und dann hat man eine Maske gebaut. Ganz einfach. Und kann das hier auf das Bild anwenden. Zack. So, wunderbar. So, jetzt ist man so weit, dass man hier schon mal eine schöne Maske hat. Jetzt gefällt mir das aber noch nicht so ganz gut. Ups, wollte das verschieben. Jetzt habe ich das Foto verschoben. Okay, das ist auch nicht schlecht. Vielleicht möchte ich das ja doch noch mal ein bisschen kleiner haben, das Foto, also die beiden Köpfe. Gar kein Thema, kann ich auch machen. Dann ist jetzt aber hier die Ecke weg oder die abgerundete Ecke. Dann kann ich hier auf die Maske gehen und das einfach hier runterziehen. Dann ist das hier wieder angepasst. Okay, ganz schön. Ah, jetzt passt aber die Position wieder nicht. Dann verschiebe ich wieder das Foto. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe herausgefunden, ich mache mit Rechtsklick hier eine Gruppe drauf oder mit Apfel G, wer das lieber möchte, Shortcut. So, und kann, wenn ich jetzt hier in der Gruppe bin, die Einheit komplett verschieben. Ich kann sie auch größer machen. Da muss man jetzt aufpassen, bei gruppierten Gegenständen muss man die Steuerungstaste drücken, die drücke ich jetzt, dann kann ich proportional die ganze Sache groß und klein machen, mit abgerundeten Ecken. Möchte ich jetzt aber wieder zugreifen auf das Foto, weil das mir vielleicht doch nicht so ganz gefällt, dann muss ich hier, habe ich gerade das kleine Bild angewählt und kann das hier wieder in der Position und auch in der Größe verschieben. Wenn ich aus der Maske rausgehe, dann sind die Ecken natürlich nicht mehr abgerundet. Dann gehe ich einfach wieder auf die Maske und führe die nach. Wunderbar. So, und jetzt kommen wir zu dem Ding, wo mich wirklich zum Verzweifeln gebracht hat, wo man wirklich darauf achten muss. Sorry, dass ich es jetzt erst erwähne, weil es nicht so wirklich intuitiv ist. Wenn man jetzt auf dem Bild ist, was man bewegen möchte, muss man darauf achten, dass hier oben dieses kleine Häkchen angewählt ist, ungeordnete Elemente schützen, weil wenn das nämlich nicht angewählt ist, dann kann man nur das Element komplett bewegen oder die Maske. So, die Maske bewegen, auch wenn ich auf das Bild gehe, bewegt man alles. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Wenn man es weiß, ist es gut. Ich lasse dieses Häkchen immer dran, dann habe ich alle drei Möglichkeiten. Alles bewegen, nur das Foto und die Maske. Ja, so, jetzt muss ich mir vielleicht in Ruhe nochmal überlegen, wie ich das wirklich hier positionieren will, ob ich das groß oder klein mache. Das ist jetzt mal wieder Geschmackssache. Aber ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Denkt an diesen Haken da oben und denkt an mich. Gebt mir einen Daumen nach oben. Kritik in den Kommentaren oder sonst irgendwo. Immer gerne, ich werde es ja auch beantworten und wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.